Explosive Enthüllung bei Lanz. Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow sorgt bei Markus Lanz für hitzige Diskussionen über Zuwanderung. Er fordert mehr Menschen, egal ob Fachkräfte oder nicht. Hauptsache mehr Einwanderung. Koste, was es wolle. Droht unser Wohlstand zu kollabieren oder ist er es bereits? Was meint ihr? Damit hallo und herzlich willkommen auf unserem Kanal Volksnah, auf dem wir uns mit den jüngsten politischen Geschehnissen befassen. Wir werden die zentralen Punkte zusammenfassen, kritisch beleuchten und dabei insbesondere die Behauptung analysieren, dass Deutschland ohne Zuwanderung seinen Wohlstand nicht halten könne. Ich bin wieder hier, um euch die Wahrheit zu sagen, die andere nicht zu sagen wagen. Bevor wir loslegen, lasst uns einen Daumen nach oben da, wenn ihr denkt, dass es Zeit ist, die Dinge beim Namen zu nennen. Und vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren, um keine kritischen Analysen mehr zu verpassen. Bodo Ramelow trat kürzlich in der Sendung Markus Lanz auf, wo er über die bevorstehenden Landtagswahlen in Thüringen, die zunehmende Popularität der AfD und das Bündnis Sarah Wagenknecht sprach. Er äußerte seine tiefe Besorgnis über die Normalisierung des Faschismus und warnte eindringlich vor den Konsequenzen einer fehlenden Zuwanderung für den Wohlstand des Landes. Ramelows Hauptthese war, dass Deutschland ohne Zuwanderung seinen Wohlstand nicht erhalten könne. Diese Sichtweise ignoriert jedoch wichtige Aspekte. Während Zuwanderung sicherlich ein Faktor sein kann, um dem demografischen Wandel zu begegnen, ist sie nicht die einzige Lösung. Deutschland kann und sollte auf die innerpolitische Reformen und Investitionen in Bildung und Technologie setzen, um den Bedarf an qualifizierten Arbeitskräften zu decken. Es gibt viele Möglichkeiten, die heimische Bevölkerung besser zu nutzen und zu fördern, ohne auf massive Zuwanderung angewiesen zu sein. Die Integration von Zuwanderern stellt ebenfalls eine große Herausforderung dar. Ramelow vernachlässigt die sozialen Spannungen, die durch hohe Zuwanderung entstehen können. Eine effektive Integrationspolitik ist unerlässlich, aber auch schwierig und kostenspielig. Diese Herausforderungen müssen offen angesprochen werden, anstatt sie zu ignorieren oder herunterzuspielen. Eine ausgewogene Diskussion muss sowohl die ökonomischen Vorteile als auch die sozialen und kulturellen Belastungen der Zuwanderung berücksichtigen. Also meiner Meinung nach hätten wir, Deutschland und die Rentner, die ein ganzes Leben lang hier gearbeitet haben, wesentlich mehr Geld für die Folgen des demografischen Wandels und auch Möglichkeiten darauf zu reagieren, wenn wir die Migration erheblich reduzieren würden oder sie gar nicht so stark hochgefahren hätten. Zumal die Rentner nicht gegenseitig mit spitzen Gegenständen aufeinander losgehen. Diesmal nur so zur Einleitung von mir. Wie seht ihr denn das? Schreibt mir einen Kommentar dazu. Ramelow kritisierte auch die politische Landschaft in Thüringen, insbesondere die wachsende Popularität der AfD und das Bündnis Sarah Wagenknecht. Seine scharfe Kritik am BSW könnte als Versuch gesehen werden, die Linke zu spalten, was den rechten Parteien weiter in die Hände spielen könnte. Ein differenzierter Ansatz, der die Sorgen der Wähler ernst nimmt und ihnen echte Alternativen bietet, wäre hier möglicherweise ein zielführender Ansatz. Es ist wichtiger, dass politische Diskussionen die realen Sorgen und Ängste der Bürger berücksichtigen und nicht nur auf ideologische Positionen setzen. Ein weiterer Punkt, den Ramelow ansprach, war die Rolle der Medien und sozialen Netzwerke bei der Verbreitung populistischer Ideen. Hier ist es wichtig zu betonen, dass die Medien oft eine verzerrte Darstellung der Realität bieten. Eine kritischere Betrachtung der Berichterstattung könnte dazu beitragen, extremistische Tendenzen zu reduzieren. Doch auch hier muss die Verantwortung bei den Medien und deren Einfluss auf die öffentliche Meinung berücksichtigt werden. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Bodo Ramelows Auftritt bei Markus Lanz wichtige Themen angesprochen hat, die in der deutschen Politik und Gesellschaft stark diskutiert werden. Seine Warnung vor den Folgen einer fehlenden Zuwanderung sind zwar berechtigt, aber auch kritisch zu hinterfragen. Eine nachhaltige Politik muss sowohl die ökonomischen Vorteile der Zuwanderung als auch die Herausforderungen der Integration in den Blick nehmen. Die politische Landschaft in Thüringen bleibt volatil und die Art und Weise, wie Parteien auf diese Entwicklung reagieren, wird entscheidend für die zukünftige Stabilität und den Zusammenhalt der Gesellschaft sein. Wir leben ja theoretisch in einem Land mit Meinungsfreiheit. Das ist ja in der Basis in Ordnung. Aber wie kann ein Volksvertreter solche Thesen raushauen? Da hat man das Gefühl, dass der Kopf... Ich brauche dringend einen Kommentar von euch dazu. Ramelows Warnung vor einer fehlenden Zuwanderung spiegeln eine weit verbreitete Sorge in der deutschen Politik wider, dass der demografische Wandel ohne Einwanderung zu einem Mangel an Arbeitskräften und letztlich zur wirtschaftlichen Niedergang Deutschlands führen könnte. Doch diese Sichtweise muss differenziert betrachtet werden. Während Zuwanderung sicherlich ein wichtiger Faktor sein kann, ist es nicht die einzige Lösung. Deutschland muss auch in Bildung und Weiterbildung investieren,
um das Potenzial der einheimischen Bevölkerung besser zu nutzen und so den Bedarf an qualifizierten Arbeitskräften zu decken. Die sozialen Spannungen, die durch hohe Zuwanderung entstehen können, dürfen ebenfalls nicht ignoriert werden. Die Integration von Zuwanderern erfordert erhebliche Anstrengungen und Ressourcen, sowohl von staatlicher Seite als auch von der Zivilgesellschaft. Ohne eine umfassende und effektive Integrationspolitik können die gesellschaftlichen Spannungen zunehmen, was langfristig die soziale Kohäsion gefährden könnte. Ein weiteres Problem, das Ramelow anspricht, ist die politische Radikalisierung und die wachsende Popularität der AfD. Seine Sorge, dass der Faschismus in Deutschland normalisiert werden könnte, ist übertrieben. Die AfD hat in den letzten Jahren erheblich an Unterstützung gewonnen, was als Zeichen einer breiten Unzufriedenheit in der Bevölkerung interpretiert werden kann. Anstatt die AfD pauschal zu verurteilen, sollten die etablierten Parteien die Sorgen der Bürger ernst nehmen und konkrete Lösungen anbieten. Schließlich spielt auch die Rolle der Medien eine wichtige Rolle in der aktuellen politischen Landschaft. Die Art und Weise, wie Themen wie Zuwanderung und politische Radikalisierung in den Medien dargestellt werden, hat einen erheblichen Einfluss auf die öffentliche Meinung. Eine verantwortungsbewusste Berichterstattung, die sowohl die Herausforderungen als auch die Chancen der Zuwanderung realistisch darstellt, könnte dazu beitragen, die gesellschaftlichen Spannungen zu verringern und extremistische Tendenzen einzudämmen. Insgesamt zeigt Ramelows Auftritt bei Markus Lanz, wie komplex und vielschichtig die Debatte über Zuwanderung und Integration ist. Es reicht nicht aus, nur die ökonomischen Vorteile hervorzuheben. Es muss auch die sozialen und kulturellen Dimensionen berücksichtigt werden. Eine nachhaltige und zukunftsorientierte Politik muss alle Aspekte in Einklang bringen, um den Wohlstand und die soziale Stabilität in Deutschland langfristig zu sichern. Wir müssen die Wahrheit verbreiten, denn nur so können wir etwas ändern. Wir brauchen einen Regierungswechsel und das so schnell wie möglich. Sonst ist bald nichts mehr übrig von dem, was wir mal Deutschland nannten. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bleibt aufmerksam, informiert und wachsam.